Willkommen zurück, liebe Leute, zu Plants vs. Zombies. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Machen jetzt mal weiter. Und zwar nehmen wir natürlich erstmal unsere Pilzfreunde mit. Und den auch. Moment mal. Was nehmen wir denn mit, Alter? Nehmen wir den hier auch noch mit? Ich weiß es echt nicht. Machen wir es so. Und den nehmen. Machen wir das dann eben so. Indem wir einfach den langen Pilz rauslassen für die Kaktee. Ja. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Brains. Okay. Schon mal die richtige Seite. So, aufbauen schnell. Pilze, wir brauchen mehr Pilze. Warum braucht der Wasserpilz eigentlich immer so lange? Das ist unfassbar. So. La 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 la. So, aufbauen hier. So sieht's aus. Hier sieht auch noch alles gut aus. Ja, alles klar. Okay. Da mache ich jetzt so eine dicke Stinkpilzreihe hin. Und dahinter dann die Kakteen. Warum knabberst du mir die ganze Zeit einen weg? Brains. Okay, da kommt jetzt einer durchs Wasser, den halten wir natürlich auch noch auf. Okay. Alter, der frisst mir hier wieder alles weg. So, und jetzt sehen wir mal wenigstens, was hier abgeht. Hau ihn weg, Junge! Hau ihn weg! Jetzt kommt der Nebel wieder. Das bleibt ja nicht immer so. Ist ja auch klar, irgendwie, glaube ich, kann man sich denken. Okay.
komm, dann mache ich noch eins davor hier, weißt du? Dann mache ich dann noch mehr Stinkpilze hin. Was soll der Geiz? Ein Kaktus auf jeden Fall da noch hin. Ja, natürlich! Was hält der aus, Alter? Was hält der aus? Das kann doch nicht sein. Leute, was ist hier los? Ja, ist klar, Junge, ist klar. Ausgerechnet in der Reihe, wo ich nichts habe, ist klar, Junge. Verarschen kann ich mich einfach mal selber. Das ist doch... Ist doch lächerlich gewesen. Also, das ist, möchte ich mal ganz klar feststellen, dass das echt scheiße war. Jetzt haben wir die jetzt haben wir überall Kakteen. Kommt er genau in der Reihe, wo wir natürlich nichts haben. Warte, das ist wieder so typisch gewesen. So, hier überall nochmal so eine Stinker hin. Oh. Wir haben's ein Taco Auto für Debbie. Was hast du mit diesem Taco vor? Du hast meinen Zaubertaco gefunden. Den muss ich haben, ich gebe dir 1000 Euro dafür. Ich hab nicht zugestimmt. Ey! Warum ich dir so viel Kohle dafür einen Taco gebe? Weil ich Deppert bin. Seh dich ruhig in meinem Laden um. Ich hab nämlich neue Ware bekommen. Yo, was geht hier ab? Ich hol mir die Doppelsonnen, glaube ich. Ja. Oh, was ist das jetzt hier? Ich und mein Kumpel Harvey, Flux Custer, haben immer Waren zerbrochen, wenn wir uns gelangweilt haben. Tja, Harvey ist verreist, deshalb kommst du jetzt mit mir. Harvey Nummer 2. Lass die Scherben fliegen, Harvey. Oh Gott. Okay, das ist dann alles, die hier kurz abwehren und dann war's das? Alles klar. Mann, du hast es aber ordentlich scheppern lassen. Du hast dich zerbrochen, wie ich mir das Kreuz beim Wühlen im Müll. Hier habe ich noch ein paar Vasen für dich. Aber zerbrich nicht alle auf einmal. Du willst ja nicht mehr Zombies auf den Rasen, als du verkraften kannst, oder? Nein, natürlich nicht.
Ah, den sollte er schaffen eigentlich. Jetzt können wir die ganz normalen Erbsen da so ein bisschen platzieren. Schafft er das? Oh oh. Bam. Bam. Alles klar, hol ihn weg jetzt hier, Eiserbse. Super. Klasse. Das dürfte es da gewesen sein. Ja, echt? Wenn du die auch noch zerbrochen hast, bist du fertig. Okay. Da tun wir eine hin. Boah, so viel Psychopilze hier. Oh 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 oh. Wo ist denn der Psychopilz hin? Ich hatte doch gerade noch einen. Oh Gott, ob die das schaffen? Schaffen die das? Ich warte mal ab. Ah, sieht knapp aus hier unten, oder? Komm, hau ab. Also die oben müssen das schaffen. Okay, ich wollte nur mal kurz testen, ob ich dann irgendwie das neu setzen kann. Aber es wäre auch Blödsinn gewesen irgendwie. So, jetzt haut den weg hier, den Kollegen. Yeah, was haben wir denn da bekommen? Knallerbse. Verschießt Erbsen nach hinten, nach vorn und hinten. Alles klar. Boah, wir sind immer noch nachts unterwegs. Oh Gott, ey. Okay. Ballon-Zombies sehe ich diesmal aber nicht, wa? Ich hoffe doch, ey. Was nehmen wir denn da? So einen auf jeden Fall wieder. Und dann vielleicht, wenn es hart auf hart kommt, das hier. Alles klar. Denn jetzt haben wir Butler vor uns. Die buddeln sich komplett durch, deswegen haben wir jetzt die neue Pflanze bekommen. Die werde ich auch auf jeden Fall platzieren, sobald ich genug Geld habe. Guck mal, während man drei von den normalen Pilzen platziert, kann man eine auf dem Wasser. Warum dauert das so lange mit dem Wasser?
Okay. So schnell alles aufbauen. Wie immer halt. La 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 la. Okay. So, eine Reihe davon noch. Und dann versuche ich mal die neuen Erbsen, die Knallerbse aufzubauen. Hey! Jö! Geile Sache. War wieder klar, war wieder so klar. Aber zum Glück konnte ich reagieren. So, da bitte nochmal neue hin. Gut, dann mach ich mal einfach vorsichtshalber zwei Reihen davon hin. Denn wenn da jemand kommt, soll er dann schön schnell weggeballert werden. Komm, eine Sonne noch. Oh Mann! Ach, weißt du was? So. So sieht's nämlich aus! Hau die Eifer weg! So, was haben wir da? Eine Sternenfrucht verschießt Sterne in 5 Richtungen! Die ist auch ganz geil, wenn man die nämlich in einer kompletten Reihe, von oben bis unten, dann wird alles abgedeckt. So quer, kreuz und quer halt. Wir werden sie sehen in der nächsten Folge, wenn ihr dabei seid, Leute. Danke fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Kennt das Ganze, lasst ein bisschen Feedback da in den Kommentaren und Bewertungen. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.